Beim letzten Mal sind wir ja hier unten an diesem, im Kerker gewesen, der Matrosen, und haben vielleicht eine kleine Sache vergessen. Man kann sich ja doch bewegen, ne? Und dadurch können wir auch dorthin springen. Was uns natürlich hier hinführt, als ob. Yo, an die ganzen Schatztruhen, Leute. Mega, mal sehen, was wir alle haben. Okay. Ein Schattenkristall, schon mal nicht schlecht, würde ich behaupten. 100 Rubine. Ein Monsterhorn. Irgendwie nicht das Erwartendste, was ich haben wollte. Nochmal ein 100er. Und zu guter Letzt Monsterhorn. Mensch. Immerhin etwas. So, jetzt können wir aber zurück zum Boss. Jetzt, Leute. Jetzt geht es los. Jetzt holen wir uns diesen Kraken. So zumindest sieht es aus. Muss ich nur die... Das richtig kombinieren hier. Wartet. Wartet, wartet. Ja. Sehr geil. Damit öffnet sich die Tür in den Bossraum. Eigentlich im Bossraum, ja? Nach den letzten Dungeons zu urteilen, sind das immer die Bossräume dahinter. Und anscheinend ist es auch so. Wait, was? Warte, was? Was ist jetzt los? Muss ich jetzt hier... Ich muss hier vielleicht doch nicht raus. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Tentakel scheinen zu einem riesigen Monster zu gehören. Es scheint, als würde es das Schiff angreifen. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Ich empfehle, die Tentakel mit der heiligen Kraft durchzutrennen und draußen nach dem Rechten zu sehen. Okay. Sie hat schon gesagt. Und heilige Kraft heißt er denn? Aha. Ja, okay, da können wir ausweichen hier. Kein Problem. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Ja, moin. Da kommen Fässer gerollt. Nicht geil. Das gibt's nicht. Ja, genau. Dein Ernst? Hat der mich jetzt komplett auseinandergenommen? LOL. So schnell konnte ich doch ja nicht reagieren. Nein! Bleib weg von mir! Schneid deinen blöden Arm weg! So, nimm deine blöden Flossen weg! Oh mein Gott, das ganze Schiff ist zerlegt! Als ob das Schiff so schnell untergeht! Gebieter, ich muss dich warnen. Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zu äußerst Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Das ist mir bewusst. Ich glaube, ich werde nicht einfach direkt reinrennen. Obwohl, eigentlich tue ich das gerade. Oh Gott, das ist ja nur eine Hälfte vom Schiff. Oh, Kacke. Hallöchen. Sie sehen leicht geärgert aus, uraltes Meergrauen.
Daidados. Nee, Daidagos. Ey, wir können ganz in Frieden leben. Ich habe damit kein Problem. So, eure Tentakel machen aber mal weg, weil die stören mir. Nee! Ah, das gibt's doch nicht, lass mir los. Ich mag kein Gefummel. Als ob. Nein! Ich. Achso, kann ich auch schräg. Also so seitlich. Ja, kann ich. Alles klar. Müssen wir also seitlich machen. Nein! Verdammt. Das ist manchmal echt nicht so einfach. Okay, was passiert jetzt? Oh, Hallöchen! Okay, Augentreffen wahrscheinlich. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich 12-mal daneben treffen? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Habe ich jetzt mal auch mal Zeit, um anzugreifen? Dankeschön. Oh. So. Mein Freund. Jetzt kommen wir auf die Boden der Tatsachen wieder zurück, ja? Aha. Hast du schon wieder Probleme mit mir? Ah, lass mich doch los. Ich will doch nicht mit dir tentakeln. Einfach in Bewegung bleiben, dann geht's eigentlich. Okay, er kommt. So, geil. Diesmal instant. So. Hast du jetzt davon, wa? Greifst einfach mein harmloses Schiff an. Tentakelvieh. Thaddeus, ey. Oh, habe ich einen doppelt getroffen? Auch getroffen. Auch getroffen. Sehr schön. Weg mit dir. So, jetzt müsstest du da auftauchen, ne? Oder auch nicht. Geil, instant getroffen. Nein! Ah, hast du ihn noch? Oder willst du noch mehr? Und ich habe seine Köpfe irgendwie abgeschotten. Oh. Hey, Freundchen. Wir wollen hier kein böse Sachen machen. Aua. Oh. Ich habe die üble Befürchtung, er kommt nochmal, ja. Ah, er hat keine Haare mehr. Habe ich ihm zerstört. Ah, die kommen. Was zum Teufel? Ah, weg mit euch. Igitt. Igitt, Medusa. Alter, wie viel hat der denn von den Dingern hier? Nein! Oh, getroffen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe getroffen.
Aber er ist noch nicht finito. Er will nochmal. Hol mal deine komischen Schlangen raus. Immer noch ekelhaft. Jetzt. Jetzt haben wir dich. Naja, Schiff ist vielleicht halb zerstört, aber kann man flicken. Bisschen Uhu Patafix, dann geht's. Also mehr oder weniger. Und wir bekommen ein wunderschönes Herz in nochmal einen Container. Oh, kriegen wir jetzt die Flamme? Aber bevor wir uns die Flamme holen, holen wir uns erstmal den Herzcontainer. Und dann schauen wir uns an, was wir Schönes jetzt bekommen. Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Fei erhält eine neue Fähigkeit. Und du kannst nun mit der Aurasuche mehrere Dinge suchen. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zu der Stätte der Lieder. Vielen Dank für deine Hilfe. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Da steht uns viel Arbeit vor. Ich hoffe, dass du und deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Bzip. Bzip. Ja, ich werde definitiv irgendwann bestimmt wiederkommen. Weil ich muss noch alles einsammeln. Ich habe jetzt noch nicht alles. Aber erstmal sind wir wirklich durch. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben Nairus Flamme dazu bekommen. Jetzt ist die Frage, für mich stellt sich die Frage, werde ich jetzt alle Sachen, die ich jetzt bekommen habe, auffrischen. Also werde ich jetzt, ich habe ja jetzt den Enterhaken und Pfeil und Bogen. Damit könnten wir rein theoretisch in die Welten zurückreisen und alle letzten Herzteile, mehr oder weniger Herzteile, mitnehmen. Ich bin dazu gewollt, das zu tun, weil ich einfach Lust drauf habe.
Und ich denke mal, ihr müsst da durch. Denn wir werden das an uns angehen. Aber erstmal holen wir uns die zwei Schatztruhen hier hinten. Wir sind gerade so schön in der Nähe. Können wir uns abholen. Und dann muss ich mal gucken, was wir nehmen, questtechnisch noch so erledigen könnten. Weil wir haben ja, wie gesagt, vieles jetzt schon im Petto, nenne ich es mal. Und naja, so was Items angeht, sind wir beim Maximum. So ihr seht, also wir haben jegliche Items, die wir benötigen, um uns an jedem Ziel zu bringen, wo wir hin müssen. Also wird das jetzt kein Problem wohl sein, überall an jeden Ort und an jede Ecke hinzukommen, oder nicht? Oh, das war nicht gut. Das war fast daneben geflogen. Das probieren wir gleich mal nochmal, aber im schöneren Stile. Ja, edel. Guck mal, richtig edel. So, aber wie komme ich da rein? Kann ich mit dem Enterhaken dort oben hin? Ja. Alles klar, dafür brauchen wir sogar den Enterhaken. Und wir kriegen... Du hast die Trankmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, kannst du den Effekt deiner Tränke verlängern. Nimm sie mit, wenn du Tränke im Gepäck hast. Ja, okay. Also die machen schon Sinn. Bin ich ganz ehrlich, die machen wirklich Sinn. Aber ich werde die wahrscheinlich nicht nutzen. Und wie komme ich jetzt hier lebend wieder raus? Ach so. Ha! Wie komme ich lebend hier wieder raus? Leute, ich habe einen Enterhaken. Natürlich komme ich hier wieder raus. So, aber das ist ja nicht die einzige Truhe. Genau. Wir haben hier noch eine. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Bitte nichts dazu sagen. Das war Fail hoch 10. Das kann auch nur mir passieren. So, aber hier unten befindet sich... Eine Lebenskraftmedaille. Trägst du sie bei dir, erhältst du ein weiteres Herz. Entscheide selbst, wann es sich lohnt, diese Medaille mit dir zu führen. Deine Tasche ist voll, das wird deponiert. Wir haben jetzt schon zwei Medaillen, die deponiert wurden, ne? Okay. Aber wie gesagt, das wird nicht das Letzte sein, was wir uns noch mitnehmen. Wir werden jetzt zurückgehen nach Wolkenhort. Da haben wir noch ein paar Sachen abzuholen. Und dann werden wir mal schauen, was noch alles fehlt. Ich werde auf jeden Fall alles jetzt nachholen, was man nachholen kann. So, zuallererst, bevor wir hier irgendwas machen. Das hier oben habe ich nämlich schon die ganze Zeit in meinem Augenwinkel mit drin. Da können wir jetzt endlich hoch. Jetzt. Ewig ist es her. Oder hin. Oh, und wir können dort hinten hin. Da müssten wir aber hier hoch, ne? Ja, genau. Oh, Leute, ich bin so glücklich, dass wir den blöden Enterhaken haben. Übrigens, blöd ist er nicht, aber der ist... Der hat schon Zeit gefressen. Der war schon zeitintensiv. Den erstmal zu bekommen, dauert ein bisschen. Aber wir können so viele Schätze nachholen. Oh. Ah, ich freue mich. Und hier kriegen wir ein weiteres Herzteilchen. Davon werden wir nicht den einzigen haben. Und noch so ein Stein. Ich weiß noch nicht, ob ich alle finden werde. Ich überlege, ob ich sie finden werden muss. Also finden muss für die 100%. Ich möchte natürlich versuchen, die 100% zu haben. Wenn ihr die natürlich haben wollt, könnt ihr mir gerne auch Tipps schreiben, wo ihr welche gibt. Aber wie gesagt, das ist kein Zwang. Bei mir ist das Wichtigste eigentlich, dass wir zumindest alle Herzteile finden. Das ist schon ein großes Stück für die 100%. Und dann viele kleinere Nebenmissionen Sachen machen. Hier zum Beispiel ist ja auch noch was wir noch nicht haben. Den Rubin. Merke ich mir auch noch im Hinterkopf. Ja, ja. Da müssen wir aber... Oder sagen wir mal so, da kommen wir noch irgendwann dazu. Jetzt gehen wir erstmal zu Terry. Das Gute ist, wir können jetzt einfach mit dem hier, sagte er,
die Glocke bimmeln lassen. Dann brauchen wir nicht mehr lange abwarten. Weil bei Terry brauchen wir nur noch ein Item kaufen, dann sind wir komplett durch. Nach meinem Wissensstand derzeit. Und da wir noch Money zur Verfügung haben, ganz ehrlich, her damit. Genau. Und zwar die Insektenmedaille. Warte. Insektenmedaille möchte ich gerne noch. So, 1000 Rubine. Gönn. Damit bist du ausverkauft, Terry. Damit habe ich dich komplett ausverkauft. Sagt er eigentlich dazu irgendwas? Achso, nee. Ja, wie gesagt, eigentlich bin ich jetzt soweit durch bei ihm. Also er hat keine Items mehr, die ich kaufen kann. Ich kann ja nochmal gucken, ob es sich jetzt nochmal ändert. Aber ich glaube... Nee. Schade. Er ist jetzt ausverkauft. Damit haben wir Terrys Laden komplett, denke ich mal, jetzt zu 100% abgeschlossen. Aber wir haben ja noch den Schmied. Ne? Wir müssen ja noch ein bisschen schmieden. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gehört auch dazu. Aber erstmal unser Schild reparieren, weil der hat ja schon was abbekommen. Und ich finde es sehr gut, dass man sich entschieden hat, die nicht so teuer zu machen, die Reparaturen. So, komm mal her. Ich müsste gerne noch mal ein bisschen was erweitern. Und zwar fehlt uns ja noch vom Hylia-Schild die Erweiterung. Die können wir jetzt machen. Kein Problem. Wir haben das göttliche Schild nun. Ach, Hylia-Schild ist es gar nicht, Entschuldigung. Das laber ich. Den Hylia-Schild kriegen wir erst noch. So, hier fehlen uns Monsterklauen, um das zu erweitern. Blöd, dass wir die natürlich nicht mehr haben. Okay, ein Item, was wir noch erweitern müssen. Merken. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht dir jetzt nach die Suche... Was? Dir nun die Suche nach Schätzen mithilfe der Aurasuche? Wähle einfach Schätze aus für die Aurasuche, wenn du diese Funktion nutzen möchtest. Okay. Das ist ja wohl die mega geilste Idee. Oh, wir haben hier einen Köcher. Damit können wir unsere... Sachen erweitern. Cool. Ja, aber ich will es trotzdem haben. Mister, geben Sie mir. Mensch. So, warte mal. Wo war der Itemladen? Ach, stimmt. Mit ihr müssen wir auch noch dauerhaft drehen. Leute, ich dürfte doch nicht vergessen. Ah, du bist ja schon wieder. Kann ich dir... habe ich dir etwa gefehlt? Naja. Willst du ein paar Sachen verstauen? Ja, klar. Aber gern, bitte sehr. Und zwar packen wir mal die Trankmedaille erstmal weg. Brauchen wir erstmal nicht. Und ja, wir haben zwei Herzmedaillen. Nee, Lebenskraftmedaillen zweimal. Ah. Heiliges Wasser haben wir auch nochmal. Ich weiß nicht, Rubinmedaille brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Also nicht mehr, das habe ich jetzt nicht mehr so nötig, sagen wir mal so. Da hole ich mir lieber den Köcher hier hinten. Den wir wahrscheinlich auch noch wieder erweitern können. Natürlich. Aber erstmal holen wir uns den. Fünf weitere Pfeile. So, und jetzt können wir nochmal erweitern. Nein! Finste Halbmonde brauchen wir. Ah.
was alles so fehlt hier im Leben. Finster Halbmonde kriegen wir leider nur noch durch diese Schattenwelt. Und was ist denn eigentlich mit dir los? Ey, kommt gerade richtig, wer der Herr. Ich habe ein neues Item im Sortiment. Achso, ja. Haben wir ja schon gesehen. Was ist das dann? Deku-Tasche. Ich glaube, Deku-Tasche haben wir selber, oder? Ich glaube, Deku-Tasche haben wir selber. Gucke ich aber nochmal nach. Weil ich würde gerne auch diese Item erweitern. Wir haben zwei kleine Deku-Taschen. Ich guck mal nach, ob man das erweitern kann. Wenn man das nicht erweitern kann, dann bin ich damit auf 100% und bin glücklich. Aber ich glaube, wenn man es erweitern kann, dann ist es super billig. Es kann man kann es erweitern, ja. Fehlt mir nur alles. Lol. Oh, das wird ein Sammelspaß, Leute. Im Übrigen, wenn wir irgendwann ein bestimmtes Item haben, geschweige ein bestimmtes Schild, das Hylia-Schild, würde ich die ganzen restlichen Schilde wegpacken. Weil drei Schilde dabei zu haben, ist jetzt irgendwie nicht so optimal. Was ist denn eigentlich mit euch? Neuen Trank, den Lufttrank. Sorgt dafür, dass man unter Wasser länger Luft anhalten kann. Interessant. Und was machst du? Willkommen, es tut mir leid, dass ich hier so vor mich hinseufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Okay. Ist auch eine kleine Mission, glaube ich. Gut, dann mache ich jetzt die Juwelen der Güte weiter. Denn wir haben ja da noch ein paar Sachen, die wir noch uns abholen müssen. Zuallererst schauen wir natürlich nach. Guck mal, was der gute Gruß jetzt kann. Wow. Alles klar. Ich könnte ewig so weitermachen. Hey Link, gut, dass du hier bist. Ich wollte dich etwas fragen. Also ich habe jetzt mal wieder versucht, ein Fass hochzuheben und es ging mit nur einer Hand. Wow. Das heißt doch, dass ich stärker geworden bin, oder? Link, bin ich jetzt viel stärker? Ja. Wirklich, danke. Ich bin so glücklich. Ich habe es nur dank dir so geschafft, Link. Ohne dich hätte ich einfach aufgegeben. Ich danke dir vom großen Herzen, Link. Oh, Juwelen der Güte. Wir haben jetzt 48 Stück. Mhm, zwei Stück für die 50 fehlen uns. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Habe ich dir denn das noch gesagt, Mutter? Was? Mama. Jetzt reg ich dich doch nicht so aus, mein kleiner Schatz. Natürlich reg ich mich auf. Ich weiß doch, dass du jemanden bezahlst, damit er dein Haus putzt. Wollten wir nicht Brot von den Rubinen kaufen? Ich komme auf der Ritterschule kaum über die Runden, weil du die ganze Zeit unsere Rubine verplemperst. Und nebenbei schufte ich auch noch nachts, nur damit ich hier den ganzen Tag über faulenzen kannst. Ja, wirklich. Was bist du für eine Rabenmutter? Oha. Nicht geil. Oh, sag mal, Link, was machst du hier eigentlich? Du hast aber nicht gerade mitgehört, was ich gerade gesagt habe. Entschuldige. Du hast es also gehört. Naja, in Wirklichkeit laufe ich nachts Patrouille, um mir ein wenig Geld nebenbei zu verdienen. Du kannst mich ruhig verachten dafür, aber du bist auch nicht viel besser. Hörst fremden Leuten bei ihren Privatgesprächen zu. Also schwamm drüber, vergessen wir einfach, dass wir uns hier heute begegnet sind. Ich kann dir doch helfen. Lass dir doch helfen. Oder Kokosmutter. Hallo Link, was soll ich sagen? Coco ist sauer.
Er meinte, dass ich keine Rubine für die Haushälterin ausgeben soll. Allerdings habe ich mir gedacht, dass du ja gar keine Haushälterin bist. Von daher dürfte das in Ordnung sein, wenn du mir weiter über die Hand gehst. Also durch... ja. Link, willst du etwa schon nach Hause gehen? Falls du unterwegs begegnest, rede mal mit ihm, ja? Also ich kann schon verstehen, wenn man das ganze Geld einfach wegschmeißt, dass man schon ein bisschen sauer ist. Das tut mir auch so ein bisschen leid, dass die echt kein Geld haben. Und dass die Mutter echt zu faul ist, einfach mal ein bisschen Staub zu wischen. Lol. So, aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich suche eine andere Sache und zwar ist die hier hinten. Ihr wisst ja jetzt, dass ich einen Enterhaken habe, ja. Einen Kletterhaken habe. Und ich wollte euch eigentlich hier oben den Weg zeigen, dass es da oben auch noch was Schönes zu holen gibt. Oh, diese ganzen Fledermäuse, ne? Bei uns fehlen ja noch insgesamt 2 weitere Juwelen. Juwelen sage ich schon. Doch, Juwelen. Die wir für die Vervollständigung brauchen. Und eine davon ist hier oben, wo die andere jeweils doch ist. Kann ich jetzt Noyani sagen. Weiß ich sogar, Noyani. Aber auf jeden Fall soll hier ein Juwel der Güte sein, genau. Das sind wir jetzt bei 49. Einer fehlt mir. Irgendwo habe ich noch einen nicht eingesammelt. Ich habe den letzten gefunden. Und zwar müssen wir dazu hier rein. Denn hier kommen wir direkt in Zeldas Zimmer hinein. Oder zumindest dachte ich das. Ah. Da sollte es auf jeden Fall den allerletzten, den wir noch benötigen, an Juwelen bekommen. Und damit hätten wir die 100% zumindest, was Juwelen der Güte angeht, geschafft. Was wir so nebenbei einsammeln können. 50 Stück. 30 Stück fehlen uns noch. Die restlichen 7 nur noch von Neben- und Zeitquests, die wir jetzt angehen werden. Halt, kurze Planänderung. Wir werden doch den Part jetzt hier mal beenden. Und im nächsten Part kümmern wir uns um die Nebenmission. Da habe ich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten vor, aber die werdet ihr dann im nächsten Part erblicken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.